Hallo ihr Lieben, heute haben wir mal ein etwas umfangreicheres Projekt gestartet. Und zwar haben wir hier, wie hinter mir zu sehen, einen wunderschönen 156er Alfa Romeo GTA in einer Sonderedition hier. Der Kunde sagte, dass da insgesamt nur 48 Stück von produziert wurden und etwa nur die Hälfte noch unterwegs ist. Insofern hat er das Auto mal begutachten lassen und festgestellt, dass doch einige Roststellen an teilweise sehr verborgenen Stellen zutage gekommen sind, die es sich mal lohnt, näher anzuschauen und natürlich wieder in Ordnung zu bringen. Dabei haben wir auch festgestellt, dass so Undichtigkeiten am Motor und Getriebe da sind, die natürlich im Vorfeld abgestellt werden müssen. Die Technik wird einmal komplett überarbeitet. Und ich zeige euch mal und halte euch auf dem Laufenden, in welchen Schritten wir hier arbeiten und was wir so alles dran machen. Zunächst mal der Überblick. So, da ist das gute Stück. Motormäßig sind wir erstmal bei den Abdichtarbeiten. Hier gibt es ja den schönen V6-Motor, der an den Ventildeckeldichtungen und an den Ansaugbrücken etwas undicht. Das muss im Vorfeld erstmal gemacht werden. Auch von der Arbeit her nicht ganz alltäglich, ein bisschen umfangreicher. Wir haben das Auto dann mal zerlegt, also Stoßstangen schon mal abgebaut. Schweller kommen nachher auch noch ab, um zu sehen, welche Rostgrade und welche Beschädigung haben wir da. Und hier ist schon mal schön zu sehen an der Stelle, wie diese typischen Rostpickel an den Kotflügelstellen hier zu sehen sind. Und zwar scheuert hier unten die Stoßstange einfach dran. Die sind so eng zueinander verbaut, dass durch die Scheuerstelle sich hier natürlich ein offener Bereich ergibt und dann von innen her schön alles rausquillt. Wenn man dann mal unten drunter schaut, dann sieht man da oben im Dom, der eigentlich komplett durch die Radhausschale verkleidet ist, dass wir auch da dicke Rostschichten haben. Der Rest sieht wirklich noch sehr solide aus. So typisch in den hinteren Räumen natürlich keine Konservierung. Unten in den Schwellern, da liegt der Dreck. Das muss natürlich alles ordentlich aufgemacht werden. Und auch da ist zu sehen, dass der Rost schon ziemlich massiv ist. Wie gesagt, Schweller werden noch abgebaut, dass wir da tiefer reinkommen. Auch der hintere Bereich ist schon mal vorab zerlegt worden, um eine genaue Diagnose machen zu können. Und hier an dieser Stelle ist auch noch mal schön zu sehen, wie der Rost schon herausquillt und auch den Kotflügel schon, ja, schon etwas beschädigt hat. Auch hier unten drunter das gleiche Bild nach abgeschraubten Verkleidungen sind hier doch teilweise schon recht gravierende Rostansätze zu sehen. Aber grundsätzlich ist im Material noch so, dass hier keine Materialschwächung erfolgt ist und dass man hier noch alles vernünftig behandelt bekommt. Gerade auf der anderen Seite, wo der Tankstutzen verbaut ist, da haben wir im unteren Bereich sehr oft, dass die Beschädigung durch den Rost schon etwas mehr ist, so wie auch hier, da kann man es schön sehen. Und auch hier überall, dass der Rost rausquillt. Hier am Schweller unten, schön zu erkennen, schon eine fast Durchrostung. Also hier haben wir schon Roststufe 3 bis 4. Da sieht man erstmal ganz genau nach dem Schleifen, wie weit die Beschädigung da ist und welche Art der Instandsetzung oder Konservierung hier erfolgen wird. Auch hier die Kanten massiv schon angegangen. Das muss alles vernünftig gemacht werden. Und hier unten in der Reserveradmulde, wo der Abschlepphaken dran ist, da ist tatsächlich schon Rostgrad 4, also durchgerostet. Hier muss geschweißt und behandelt werden. Und ja, großes Loch. Aber im Endeffekt kein Problem, ist nur die Abdeckung von dieser Abschleppöse hier. Wie bei vielen Fahrzeugen, die nicht rechtzeitig nachkonserviert wurden, so auch hier im Türbereich, kann
kann man schön erkennen, wie der Rost an der unteren Kante schon rausquillt. Auch hier muss tiefgründiger nachgeschaut werden und entschieden werden, welche Art und Weise der Instandsetzung hier erfolgen wird. Und wenn wir uns das Auto jetzt mal von unten anschauen, wir gehen mal von hinten nach vorn durch. Da war nochmal die Stelle, die durchgerostet war. Da an der Stelle auch die Aufrostungen. Man sieht, dass hier schon mal etwas konserviert wurde, aber so mehr oder weniger ohne System. Mal viel Material, mal wenig Material, mal kein Material. Hohlraumkonservierung an der Stelle Fehlanzeige. Wir haben es mal endoskopiert und da war echt nichts zu entdecken. Hier sieht man auch schön, wie mal mit der Spraydose etwas nachgearbeitet wurde, aber alles so ohne Plan. Tankband, okay, kennt man überall, dass die Dinger rosten. Und hier an der Stelle ist schon mal ein Stück Blech eingeschweißt worden. Und da ist auch schön zu sehen, dass wie da diese braunen Stellen, da quillt der Rost schon wieder durch, dass das Blech nach dem Einschweißen nicht ordentlich behandelt wurde und einfach nur mit Konservierungsmaterial drüber gestrichen wurde. Und das war's dann. Da sieht man auch die Brüchigkeit und Porosität des Materials. Hier muss das Material runter und da muss eine kompletter Neuauftrag erfolgen. So, nach dem Abschrauben der Auspuffschutzbleche, die hier so im Mittenraum komplett verbaut waren, Auspuff ist natürlich auch raus, sieht man hier schön diese ganzen Rostschäden oder das ganze Rostchaos, was mit angebauten Platten überhaupt nicht wahrnehmbar ist. Und auch hier zu sehen, da ist mal gesprüht worden, aber nicht an den Stellen, die dann wirklich irgendwo wichtig sind. Da sieht man es nochmal schön. Ja, die Längsträger hier jetzt auch zu sehen, trotz leichter Konservierungsbehandlung, komplett verrostet. Das hat natürlich gut getan, an der Stelle hier erstmal überhaupt was drauf zu tun, aber langfristig war es die verkehrte Methode, die verkehrten Materialien sind hier verwandt worden und es kommt dann zu diesen ganz typischen Aufrostungen, wo sich der Rost halt auch durch die gute Konservierung durchschiebt. Ja, auch hier, da ist richtig zu sehen, da muss anders behandelt werden. Überall die kleinen Anrostungen da hinten an den Achsen oben. So, insgesamt gibt es natürlich einiges zu tun, aber die Substanz ist noch ganz prima und der Einsatz lohnt sich. Wir haben mit dem Kunden jetzt besprochen, auf welche Art und Weise wir hier vorgehen und welche Materialien hier zum Einsatz kommen, dass wir ein Ergebnis erzielen. Man kann natürlich irgendwo High-End-Lösungen machen, Eisstrahlen, das ganze alte Material komplett abnehmen und dann eben von Grund auf neu die ganze Konservierung aufbauen. Hier in diesem Fall ist es so, dass trotz der Seltenheit des Autos Aufwand und Nutzen doch in einem gewissen Verhältnis bleiben soll und das Budget begrenzt hier im Prinzip die Möglichkeiten. Trotzdem werden wir ein Ergebnis abliefern, das dauerhaft dann auch einen Schutz bietet und damit auch eine Wertsteigerung des Fahrzeugs, sodass dass der Kunde da im Prinzip lange dran eine Freude haben wird.